Mein Glück, die letzte Folge hat funktioniert. Also herzlich willkommen jetzt bei Folge 44. Davor war Folge 43. Da habe ich falsch anmoderiert. Ich glaube, da habe ich auch 44 gesagt. Aber ich war schon so dulli wegen den ganzen Aufnahmedinger, die da schiefgelaufen sind. So. Und wir machen da weiter, wo wir angefangen haben. Wir wollten ein paar samtweiche Kirchenbänke bauen. Und dafür brauchten wir... Genau. Insgesamt 8 Stück davon. Die bauen wir jetzt. So. Dann haben wir das nämlich auch noch ein bisschen ausgebaut. Und dann kümmern wir uns erstmal wieder um die Leichen. Beziehungsweise um die Gräber, dass wir da wieder ein bisschen was reinbasteln können. Und sparen jetzt mal auf 150, damit wir dann die Marmorumrandung bauen können. Wobei ich gerade ernsthaft überlege, ob ich die Gräber... Ja doch, ich mache die Gräber erstmal alle voll. Ich weiß eh sonst nicht wohin. Mit den ganzen Leichen. Bevor wir anfangen, die alten auszugraben, machen wir erstmal die benötigten voll. So. Tasche voll mit Blödsinn. Jo. Dann lassen wir den Blödsinn doch erstmal hier. Nämlich dich. Auch. Beziehungsweise euch mache ich schon wieder voll. Zup, zup, und zup, zup, und schlappt und duptiwapp. So. Dann packen wir die schon mal wieder ein. Und dann brauchte ich dafür, die haben wir 4, 8, da brauchte ich 16 Wooden Planks. Das sind die Holzplanken. Habe ich davon noch irgendwo welche rumliegen? Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Oh Gott, ihr seid auch doppelt, aber macht nichts. Ja, da haben wir noch die 16. Ah ne, das sind Holzbalken. Ich brauche Holzplanken. Entschuldigung, jetzt hätte ich schon wieder fast die falsche Marke. Und die Tinte gehört hier oben auch eigentlich auch gar nicht her. Nee, 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 Martin, was machst du hier noch? Gut. Was hatte ich gesagt? 16, das heißt noch 5 Holzplanken. Brauche ich die hier? Warum halt einmal mehr? So, dann gehen wir das mal in der Kirche abreißen, das Zeug. Und dann können sich zumindest unsere erhabenen Priester ein bisschen schöner, gemütlicher hinsetzen. Und dann reicht das auch erstmal. Wobei wir hier draußen können wir, glaube ich, nochmal mit so ein paar Steinpunkten, ne? Wenn wir hier noch so ein paar von den Grasflächen bauen. Und ich will ehrlich gesagt auch das eine Ding da wieder weg haben. So. Bitte einmal dich und dich abreißen. Damit ihr das gemütlich habt. Und wir bauen jetzt stattdessen dort die weichen Kirchenbänke. Sehr schön. Bup. Und bup. Und schon sind wir bei 65. Schön, schön, schön. So, was brauchte ich denn? Aber den reißen wir mal wieder ab, weil der sieht halt doof aus. Und auch du wirst dann einmal versetzt nach da. Platz an der Tasche? Ja. Ist auch einmal schick gemacht. So, jetzt ganz schnell. Gammelt schon. Ach, wisst ihr was? Wenn ich schon mit dabei bin, kann ich es mir auch noch gleich mal angucken. Ne?
hier waren das. Ach, das war sogar schon so eine gute. Wupp. Und. Wupp. Gut, also brauchen wir erstmal ein paar Steine. Die sollten wir kriegen. Steine und Torf. Achso, und für das Pflänzchen, was hier hin soll, brauche ich noch einmal eine. Zwei orange Blumen, okay. Das sollten wir kriegen. Zwei orange Blümchen und einen Haufen Stein. Geht das mit den Blümchen? Muss ich mal gucken. Weiß. Orange. Bist du orange? Das sieht orange aus, oder? Ist das rot? Ja, dann haben wir doch die zwei Orange. Also Steine und Torf. Sind das Marmor? Sind das Marmorstücke oder Steine? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube Marmor, ne? Ich hatte da die ganze Marmor hingelegt. Ein Stein? Ein Stück Marmor, ja, das ist alles Marmor. Okay, die müssen wir erstmal machen. Dafür brauchen wir Keile. Und für Keile brauchen wir erstmal Holz. Und dann brauchen wir Steine. Dann machen wir erstmal das Holzlager einmal voll. Und dann holen wir uns ein paar Steine. Also beziehungsweise machen wir erstmal das Marmorlager einmal voll. Nicht voll leer. Holzlager voll, damit wir den Marmor wegmachen können. Doch auf hier. Ich habe doch gesehen, dass er noch, dass der sich da versteckt hat, der Ast. Genau, dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Keile. Ein bisschen Keile gibt es jetzt ja. So, ich muss auch ein bisschen leiser reden. Ich weiß auch nicht warum, das Mikro rauscht auch hier. Ich bin mit der Technik überfordert. Kron kriegt das alles so gut hin und ich? Ich nicht. So. Steht direkt davor und sehe es nicht. Na komm, machen wir gleich 40 Keile. Werden ja wohl noch ein paar Mal mehr Marmor brauchen. Spätestens nachher, wenn wir die richtig gute Marmorumrandung bauen können für die Gräbe. So, einmal da rein. Und weißt du was, du kannst auch da rein. Und du kannst da rein. Oh Gott, das Buch brauche ich eigentlich auch nicht. Wieso habe ich das denn immer noch? Ach, vom Abreißen, weil ich ja wieder abgerissen habe. Blödsinn. So. So, jetzt machen wir aber erstmal Marmor. Damit wir wieder Steine herstellen können. Denn die brauchen wir jetzt ein paar mehr. Oh, cool. Blau gibt das sogar. Wusste ich jetzt auch nicht mehr. Dass ich durch Stein her... ach, nicht Stein, Marmor. Ja, Blödsinn, klar. Da gibt es Blau. So, dann haben wir da jetzt wieder Platz. Können die Marmor hier einmal einstampfen. Und packen restlich Marmor einfach hier rein. So. Dann holen wir jetzt Steine. Stichstab Steinerer. Will ich schon wieder schlafen? Leute, das ist nicht euer Ernst. Ich will noch nicht schlafen. Täuscht das oder knackt das jetzt auch nicht mehr? Also es ist immer noch ein unangenehmes Geräusch, aber es ist nicht so schlimm wie... Nein, Mann. So, 4, 3 noch. Ich hab's mal anders überlegt. Wow, wow. Aber 2 nehme ich schon mit. Wow. Wow. Zap. Dafür brauchen wir jetzt nicht extra hin zur Mine laufen für ein paar Steine. Und damit machen wir dann unsere Gräber.
Jetzt habe ich hier Katzenhaar. Katzenhaarmund. So. Die packen wir noch hier drauf auf schöne Geräte und dann gehen wir pennen. Morgen ist auch schon wieder Gebetstag. Bis dahin will ich den Friedhof noch einmal schick machen. Ach, ist egal, wir gehen jetzt schon pennen. Ja. Jetzt haben wir es nämlich. So. Das heißt, wir nehmen gleich noch ordentlich Dreck mit. Und alle Steine, die wir finden können. Hier ist das Marmor. Da sind noch 18 Steine. Und dann bauen wir jetzt noch welche. 16 Steine. Hatten wir noch genug Dreck? Ja, die Dreck müssen wir dann auch einmal holen. So. Da kommt ja schon der Hühnerschrecke. Dann bitten einmal alle Motten hier nehmen Platz. Und ja, komm, so viel Erde brauchen wir doch im Leben nicht. So. Aber so viel, das nehmen wir mit. Den Schrott verbrennen wir noch. Dann habe ich dies auch schon mal aus der Tasche raus. Bup. Nägel brauche ich auch nicht. Bup. So, Rest können wir mitnehmen. Mimimi. Und ein Grab muss ich neu exhumieren, das was hinten ist, ne? Das was hier ganz hinten auf der Seite ist, das ist natürlich doof. Das hatte ich auch versetzt gebaut. Ach nee, das kann ich ja schon machen. Blödsinn. Entfernen. Ja, weg ist es. Grabstätte bauen. Noch ein kleines Stück. Nein. Das bauen wir bitte dahin. Und jetzt gucken wir mal, wo wir das Zeug hier noch runterkriegen. Kriege ich da noch ein Blumenbeet hin? Habe ich jetzt gar nicht geguckt, ne? Verdammt. Warum erstmal nochmal die Grabstätten bauen? Dass ich weiß, wo ich noch was reinsetzen darf. Kriege ich sogar mehrere hier von den Waren. Eins, zwei, drei. Es gibt keinen Zweier, schade. Aber dann können wir das ja hier so bauen. Dass wir da oben dann noch so ein Dingens ranbauen. Ja. Da oben können wir dann vielleicht sogar so eine Grabstätte bauen, eventuell. Weiß ich nicht, ob ich hier noch Blumenbeete hinkriege, deswegen lasse ich das jetzt mal ganz kurz. Wieso werden die nicht rot angezeigt, die Gräber hier rechts? Komm, ich das mal erklären. Egal, wir haben es ein bisschen gepimpft auf 360 sogar. Dann würde ich sagen, beten wir jetzt. Der ganz hohe. Vier. Vier gibt er nochmal dazu. Vier. Vier. Komm, können wir eh nichts hinbauen. Vier. Ja, super geil, Lomatico. Und da oben können wir dann diese Gebetsdinger nochmal hinbauen, hinsetzen. Diese mit dem Buch. Da sind wir schon bei 368. Das gibt doch noch ein bisschen Knete. Knete-Pupete. Hoffe ich zumindest. Klingelingelingeling. Gott, Herr. Unsere Kirche ist klasse. Toll. Kein okay. Hier ist auf alle Fälle schon wieder ein bisschen mehr Glauben. Ein oder zwei zumindest.
Das kriege ich noch, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Okay. Das ist jetzt. Okay, das wird jetzt der normale. Jetzt gucke ich mal, wie viel Geld es gibt. Bei 20 Gold, 20 Silber war ich das letzte Mal. 20 Silber Packung verstanden. Und jetzt kommen wir auf 22. Na gut, zusammen vielleicht 23 Silber. Er ist jetzt auch noch nicht Hit. Absolut nicht, aber wir sind dabei. Es ist auf jeden Fall eine Steigerung festzustellen. So. Wo ich jetzt eigentlich das Buch habe ich hier reingepackt, ne? Das wäre nochmal 2. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Das passt mir alles. Haben wir hier noch Platz für die Tinte? Die gehört nämlich hier hin. So. Und was musste ich denn hier reinpacken? Die Biene war es nicht. Weil damit ich Live-Solution bekomme. Fürs Silberne. Lebensextrakt. Injection. Mit K, ne? Auch nicht? Was mache ich falsch? Silver. Hab ich irgendwas falsch geschrieben? Ist egal. So. Genau, Silver-Extrakt muss ich herstellen. Dafür brauche ich Live-Extrakt. Und das bekame ich aus... Achso, aus Maden. Aus Maden und alles klar. Also Maden, einmal einen Schwung Maden runterbringen. Gut, das sollten wir hinkriegen. Davon haben wir nur wirklich mehr als genug. Den Rest können wir wieder mitnehmen. Mima Madera, Mima Madera. Die Maden sind jetzt wieder da. Steine können wir auch hier lassen, brauchen wir auch nicht mehr. Also, bestimmt noch irgendwann. Da ist nichts bei rum. Guck mal, wie sieht es denn jetzt hier aus? Ah. Der Martin beginnt zu verstehen. War schon richtig der Döner. Und dann aber die Silbernitz. Genau. Also nochmal bitte. Genau so. Dann so. Und jetzt erstmal wieder den Dünger. Und dann dich. Ja, nee, ich will nichts hören. Genau, und Hopfen war oben anbauen. Du kommst hier. Maden hätte ich gerne nochmal 10. Kann man die einmal 30 mitnehmen. Dann ist der Stapel noch voll, dann lohnt sich das auch. So, dann bitte du. Nein, nein, du nicht. Du. Und die Zwiebeln, ihr kommt hier hin. Nur die goldene nicht, ne? Komm. Ja, muss eh alles noch mal gemahlen werden. Ich habe noch gelesen, ich kann irgendwie die Mühle reparieren. Entweder habe ich das schon gemacht oder noch nicht, oder ich weiß es nicht mehr. So. Die Maden sollen wenn dann runter. Milch haben wir auch. 30 Dings. Hopfen wollte ich nicht. Stimmt, ich wollte ja noch Hopfen anbauen. Jetzt, wo ich weiß, wie es geht, ne? Habe ich denn noch Hopfensamen? Hanfsamen, Weizen, Weizen, Weizkorn, Kohl, Zwiebel, Kürbiskern, Linsen, Zwiebel, Rüben, Linsen. Hopfensamen, genau, ich brauche ich. Nämlich mache ich Bronze und nehme diesen ganz tollen Dünger, kriege ich silberne und nehme ich silberne Samen und mache den ganz tollen Dünger. Dann
Und erst dann bekomme ich güldenes Zeug. Sup. Und jetzt checke ich es auch. Okay, das haben wir auch. Und wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ich habe mir sogar eine neue SSD geholt. Ob es vielleicht da nicht. Also, neue SSD, Soundcard umgebaut. Treiber alles nur aufgesetzt. Also, nee, was ich hier schon alles gemacht habe. Nur um so ein bisschen. Halt. Und die Mane bringen wir erst noch runter. Um das hier mit dem Ton irgendwie hinzubekommen, ist der Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. So, meine kleinen Malens, habt ihr hier noch Platz? Habt ihr? Dann bitte einmal loslegen. Denn wir brauchen einige Malen. Jetzt legen wir uns schlafen. Und morgen geht es weiter. Ganz wild und ganz heiter. Mit Tralali und Tralala bin ich wieder für euch da. Und drum, meine vogonischen Freunde, meine Freunde vogonischer Gedichte. Ne? Der Zapper-Schnapp-Knapp-Käfer. Ich komme nicht mehr drauf. Egal. Ich sag bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Drückt mir die Daumen, dass die Folge was geworden ist. Kein Knacken.